But if you close your eyes. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft FeeDzBeast Infinity Evil. Die zweite Folge, wenn ihr die erste gesehen habt. Danke dafür. Wenn ihr die jetzt seht, danke dafür. Nein, das ist jetzt die absolut letzte Folge auf in diesem Zimmer, an diesem Schreibtisch mit diesem Equipment. Das Equipment bleibt, der Raum ändert sich nur. Das Equipment wird Stück für Stück irgendwann etwas besser. So, wir haben eins, zwei, wir bauen jetzt gerade ja unseren Ernter. Ich hoffe, das funktioniert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8, dann muss ich mindestens 4 in die Mitte oder 7 mal. Dann baut er 7 mal 7 ab. Warte, wenn ich hier mit dem Kabel hier runter gehe. Hammer wäre jetzt wirklich ziemlich gut. Aber ich muss ja auch nicht Fry abbauen. Ich glaube, wenn ich nur zwei abbaue, bin ich sogar noch besser dabei. Jetzt einfach alle Rohstoffe, die ich habe, und klatsch die hier rein. So sehr den Drang, das Ding aus dem Fenster zu schmeißen. Die ganze Zeit blinkt das unter meinem Bildschirm auf. Und das verwirrt mich. So. So, dann haben wir hier jetzt schon mal schön was ausgebaut. Aber wenn ich so mache, kann ich auch, wenn ich hier reinkomme. Ich glaube, besser, wenn ich es wirklich hier hinbaue. So. Jetzt noch hier die Erde entfernen. Fuck, ich ahne nichts Gutes. Meine Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Verdammt. Oh, das ist ja so nicht schlimm. So, jetzt haben wir einen Raum, der ist verdammt asymmetrisch. So, aber wir stellen mal vorerst noch eine Fackel auf. So. Der Ernter. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schöne, ungerade Zahlen, wie ich das mag. Ob. Da unten sind sie. Perfekt. Upgrades. 3x3. 2x. Radius 2x2. Das wird dann auf die 3, der sie sowieso hat, glaube ich, drauf berechnet. 1. Das heißt, das wären dann 5. Anrede. Ich mache einfach Silber, Rohplastik. Naja, das war schon mal gut. So, wir brauchen jetzt Silber. Auf. Silber, 1, 2, 3. Und du kannst da ins wieder so ein bisschen das Inventar leeren. So, also jetzt kommen wir zu der Upgrade-Karte, die wir bauen sollten, wollten, müssten. Silber war das. Rohplastik, Silber und ein Goldnugget.
Ja, den habe ich keinen Fallschaden bekommen. Was soll der Scheiß? Silber. Drei Plastik. So. Und dann haben wir unser nettes kleines Upgrade. Trotzdem finde ich es nicht gut, dass das unsymmetrisch ist. Also in dem Fall ist es symmetrisch, für mich aber unsymmetrisch. Weil ich... Mal hier kaputt. Botanica? Nein, immer noch nicht Botanica. So, jetzt ist es schön asymmetrisch. So. Bock, dass da oben was kommt. Also, jetzt setzen wir den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Da kommt er jetzt hin. Mit dem Upgrade drin. Bauen wir ab. Aluminium. Super, Alu haben wir. Kupfer. Eisen. Machen wir hinten erstmal alles voll. Damit wir jederzeit die Option haben, das noch zu erweitern. Was ist hier drin? Nichts Wichtiges. Papier, weiße Teller. So. Alter, Telefon geht mir derbe auf den Zwirn, ne? Das ist nicht mehr, das ist nicht gut für unsere Beziehung, Telefon, ganz ehrlich. Das ist nicht gut. So, jetzt brauche ich noch Karbelze. Die heißen Karbelze. Mit Z. So, wir haben hier das einfache Energiekabel. Haben wir davon noch welche? Hier oben 10 Stück. So, jetzt machen wir hier einen auf Profi-Elektriker. Zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf Stück. Wie heißen die Dinger? Energieleitung. Energieleitung. So, da haben wir da. Wir brauchen andersfarbiges Eisen. Noch irgendwo eine Fackel in der Tasche. Kein Bock, dass mir hier alles um die Ohren fliegt, ey. Habe ich da nicht so die große Lust drauf. Und wenn es mir um die Ohren fliegt, dann bitte nur, weil ich die Reaktorscheiße gebaut habe. Nicht, weil ich wieder trotteligerweise bestimmte Sachen nicht geachtet habe. So, wie baut man das? Und natürlich habe ich mal wie immer keinen Redstone dabei. So, du kommst jetzt mal mit. Jetzt kommt einfach mal ein Stack oben in die Truhe. Ich habe auf diesen Bums keinen Bock mehr. Wirklich nicht. Immer dieses rauf und runter, rauf und runter. Ich werde zu alt für diesen Scheiß, ganz ehrlich. Ich brauche 3 Stück. Danke. Wollen wir 3 Eisen? 3 Eisen. 1, 2, 3. War doof. Zack, zack. Mir das wieder. Bau das rein. Was haben wir denn noch hier alles Schönes? Eisen, Eisen. Wie viel können wir hier nach unten packen? Jol. Ikonen können wir auch hier nach unten packen. Keine Ahnung, was das ist.
können wir alle Tiere werfen. Auch die Steine. Steine. Steine wie Sera. Das kannst du. Wo war denn Kleinsalter? Wegschmeißen. Den hat er. Los, hacken jetzt hier. Komm. Zieh durch. Was ich mal bauen könnte, wäre. In der. Da. Den zu bauen brauche ich 2 Stück. Okay, warte mal. Einen hiervon zu bauen. Ja, genau, weil ich auch die Dinger kacken kann, Alter. Bin's doch wohl. Ich hab dann auch als Kind so oft in die Wand getreten. So, 1, 2, 3, 4. Schon wieder einer. So typisch. Kupfer. I have Copper. Copper. Copacabana. Weißt du, das macht jetzt keinen Sinn so zusammen. Mehr Kupfer. Mann, ey. Dieser Kupfer. Copacabana. Aber ich glaube, ich kann die so auch schon einsetzen. Ach nee, die kann ich nicht einsetzen. Zarte Schokolade. Right. Acht, perfekt. Habe ich vergessen, die scheiß Truhe umzubauen. So. Ich würde sagen, Elektriker des Jahres. Der kriegt Power. Und kann jetzt da ernten. Jetzt brauchen wir noch Truhen. War richtig. So, wir hätten, wir wollen, nicht wir hätten ganz gern. Und diese Truhe haben. Die ist ziemlich teuer. Was brauche ich dafür? Diamanten. Verdammt, wo sind meine Diamanten? Unten. Nein. Gut, Eisenkiste reicht auch erstmal. Zack, zack. Eisenkiste. Telefon, ich schwör's dir, du fängst dir gleich echt ein. Psst. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob mein Dings so klappt, wie ich mir das gedacht habe. Lackertank braucht er hoffentlich nicht. Und wir werden uns in Zukunft darum kümmern, mehr von diesem Stuff zu besorgen. Aber hey! Wir haben endlich was geschafft, was wir in der Folge vorgenommen haben. Seid ihr auch so stolz drauf? Seid ihr da auch so stolz drauf? Als wenn ich es selber gemacht hätte. Jetzt haben wir nur 10 Minuten. Oh, da scherate ich hier noch. Jo, das kommt woanders hin. Können wir uns mal um unsere Kuhfarm kümmern? Gut, dass ihr mir das sagt. Versuche mich jetzt mal nicht über dieses Erwachsenthema aufzureden, aber sobald ich schon drüber denke, wenn mir so der Punkt so ein Hals und nicht, weil ich fett bin. Doch nicht wegen dem Bart, der anfängt zu wachsen. Nee. Er hätte echt reif schreiben können. War doch nicht erwachsen. Wenn mein Englisch nicht so wenn mein Englisch nicht so holzmäßig wäre, würde ich euch sagen, wie das auf Englisch heißt. Weiß ich aber nicht. Mach mal jetzt. Ich weiß es nicht. Ihr auch nicht.
Geh da rein, du Spaten. So, Kinders. Jetzt erstmal wieder happy happy hier. Damit ihr mir auch schön viele Nachkommen zeugt. Gut. Ich habe meine Levels. Ich springe von Level zu Level zu Level. Ja. Oh, ne, die brauche ich noch. Und zack. Nimmt doch schon langsam mal hier ein bisschen mehr Gestalt an der Janze. So. Fleisch habe ich in der Dash. Kann ich aber auch hier oben rinwerfen. Es pfeift der Wind, das himmlische Kind. So. Und kann das Leder hier reinwerfen. Perfekt. Kein Wetter, Modifizierungen entfernen. Oh Gott. Oh. Wir nehmen uns jetzt eine Karte. Ich muss jetzt meinen Schreibtisch bauen dafür. Wie heißt denn das? Mystcraft. Mystcraft. Da ist er. Schreibtischrücken. Und erstmal den Schreibtisch. So, wir brauchen eine Feder, Holz und Glas. Doppelglas ist, glaube ich, die geringste Problem. Ich glaube, die Feder könnte echt ein Problem werden. Wenn ich echt keine Ahnung habe, ob wir eine Feder haben. Wir haben unten noch Glas. Tipp, tipp, tipp. Hier haben wir auf jeden Fall Knochen, warum auch immer zweimal. Wir haben hier nochmal Knochen, warum auch immer. Feder ist hier leider keine. Sack, Alter. Hier haben wir nur Glas. Ups, was ist da? Tipp, tipp. Okay. Dann bauen wir mal so ein Ding hier. Perfekt. Jetzt brauchen wir noch folgende Dinge. Oh, da. Eine Feder. Wo kriegen wir zu dieser Stunde bitte eine Feder her? War falsch. Ich zock zu viel PvP-Games, ehrlich. Natürlich sind keine Hühner in meiner Nähe. Keine. Nicht mal ein verkacktes Hühnchen. Entschuldigung. Ich bin alt und müde. Überhaupt nicht alt. Wir sind ja schon 26. Könnte jetzt nicht so schlimm. So. Chicken, Chicken, Chicken. Wie viel Lack kann eine einzelne Person bitte haben? Oh, da, guck mal. Botaniker. Sehr gut. Mal gucken, ob ich mir gleich diesen Botaniker, ob ich mir noch... Nee, das Botaniker startet, glaube ich, in der nächsten Folge im neuen Zimmer. Dann wird für das Zimmer wird dann auch noch einiges gemacht, weil ich habe da noch so ein kleines Projekt, was ich gerne machen würde. Könnte cool werden, könnte cool werden. Und zwar würde ich gerne. Nein. Und zwar wollte ich mir so richtig schöne Spiegel an die Wand setzen. Aber Tisch haben wir, perfekt. Was brauchen wir für die Rückseite? Brauchen wir dafür Stöckchen? Haben wir alle. Noch Stöckchen? Nein.
Genau, muss ich dafür erstmal die Spiegel besorgen. Die sind verdammt fucking teuer, ey. Ich denke, Alter, das sind nur Spiegel. Ich meine, Alter, Spiegel. Trotzdem kostet mich einer dieser fucking Spiegel 97 Euro. Und ich brauche zwei. So. Dann stellen wir unseren wundervollen Schreibtisch doch mal auf. Yeah, wir haben einen Schreibtisch. So. Vier haben wir. Wir brauchen noch zwei. Verdammte Kacke. Oh, das war falsch. So, das war auch falsch. So, jetzt. So, jetzt haben wir hier Block des Zimmermanns und jetzt haben wir einen Bilderrahmen. Ich glaube, das war jetzt so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Yep. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Was zur Hölle ist das? Pack das da dran oder so. Mach irgendwas Sinnvolles damit, du Kunde. Schreibtisch, Rücken. Oh, Alter. Kann ich nicht mal mit meiner Axt das Ding abbauen? Ich nehme die ganze Wand in der Hand. Mit der Rapper werden. Habe ich die Wand in der Hand? Wie baue ich das denn, ey? Oh, das war jetzt falsch. Bau es wieder ab. Bau es wieder ab. Ach so. Aber auch optisch. Jetzt glaube ich nichts elementar Wichtiges, was ich brauche. Glaube ich, vermute ich. Ich bleib bei glaube ich. So, wenn wir jetzt diese Seite hier reinpacken, ne? Brauche ich jetzt glaub, Tinte und Paper. Paper? Mach mal gleich ein bisschen mehr Wasser rein. Jetzt nicht Wasser aus dem Meer, sondern mehr Wasser. So. Und vier. So, dann kann man zwei wieder hier reinlegen. Genauso wie ihn. Ihn schmeißen wir da rein. Wie war denn das nochmal? Erfolg. Ah, hier. Na, jetzt haben wir halt Modifizierungen entfernen. Ach, so schnell geht das ja doch nicht leer, wie ich dachte. Jo, perfekt, ne? Da auch noch eine reinlegen? Ach, nice, das geht auch. Das ist ja cool. So, dann habe ich jetzt oben schon mal die wichtigste, und zwar Modifizierungen entfernen. Wir haben jetzt 10-mal Modifizierungen entfernen. Joa, würde ich mal spontan sagen. Wir beenden den Bums hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Finde ich sehr cool. Super geil. So, ich bedanke mich. Ihr wisst, wie das mit den Abos funktioniert, mit den Comments. Schlechte Kommentare sind auch Kommentare, was bitte? Konstruktive Kritik. Jeder, der nicht weiß, was konstruktive Kritik ist, lass es. Danke. Bis da rein. Peace.